Ich hoffe immer, dass ich den Returnschein, den die mitschicken, nie gebrauchen werde. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Unpacking für euch. Ich habe den einen Tag vor Frust Bücher bestellt. Ich weiß gerade nicht mehr, was da an dem Tag eigentlich war. Also irgendwas ist da komplett schief gelaufen. Ich habe schlecht geschlafen und meinem Hund ging es nicht so gut und alles ging schief. Ich tue dann aus Frust immer Bücher kaufen, deswegen habe ich eine Medimops-Bestellung gemacht. Und ich dachte, wir packen das mal wieder zusammen aus und ich zeige euch, was für Bücher ich bestellt habe. Es sind, glaube ich, 8 Stück gewesen. Und ja, wir packen das jetzt zusammen aus und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, beginnen wir mit dem Auspacken, wie immer hier gutes Polstermaterial. So viel Polstermaterial war es diesmal gar nicht. So, fange ich mal mit dem Buch hier an, was oben drauf liegt. Und zwar, wartet mal, das ist Teil 2, glaube ich. Das ist Teil 1. Das erste Buch, Crossfire von Sylvia Day, Versuchung. Und dann habe ich mir dazu noch den zweiten Teil, glaube ich, bestellt, Crossfire Offenbarung. Ich hatte diese Bücher hier immer nicht gelesen, weil ich dachte so, es ist so ein Shades of Grey Abklatsch und so, nee. Scheinbar Shades of Grey reicht ja eigentlich. Dann habe ich aber den einen Tag auf Arbeit mit meinen Arbeitskollegen, haben wir eine Diskussion angefangen um Shades of Grey, um den Film und die Bücher. Und dann hat sie zu mir gesagt, ah, die Crossfire-Reihe ist so viel besser als die Shades of Grey-Reihe. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du mir das sagst, dann werde ich mir jetzt mal die Bücher kaufen. Und die waren auch ganz günstig eigentlich. Band 1 hat mich gekostet 3,79 und der zweite 3,89. Und ich muss sagen, hier am ersten Band, das ist unten so ein bisschen angeschranzt, aber es sind keine Leserillen drin. Es ist alles ganz, es fallen keine Seiten raus, also es ist völlig in Ordnung. Und beim zweiten Band auch keine Leserillen, auch nur so ein bisschen angeschranzt. Auch hier alle Seiten noch drin, es ist nicht wackelig und nicht locker und ja, was ist das denn? Doppelt. Da steht was drauf. Irgendwas mit doppelt, keine Ahnung. Whatever. Haben die Medimops-Mitarbeiter sich ein Vermerk gemacht? Ja, das sind die ersten beiden Bücher, die ich bestellt habe. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Ich muss sagen, es ist eine sehr liebeslastige Bestellung. Dann habe ich mir noch bestellt den zweiten Teil von Calendar Girl. Den hatten sie da für, jetzt muss ich gucken, 9,99 € statt 12,99 €. Hier ist so eine leichte Rille drinne. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Ansonsten sieht das echt noch gut aus. Ist ein bisschen schmuddelig, wie immer. Das ist so, glaube ich, der normale Lagerdreck. Ansonsten ist es vom Zustand her auch echt noch tippitoppi. Oh, Buchempfehlung hier hinten, Samantha Young. Ich liebe Samantha Young, kann es euch auch nur empfehlen. Ja, ansonsten ist das Buch echt in einem guten Zustand, wie gesagt. Eine angedeutete Leserille und unten ist so ein bisschen hier an der Ecke ist das so ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten ist es völlig in Ordnung und das ist ja der zweite Teil von Calendar Girl April, Mai, Juni. Ich fand ja bei dem ersten die Handlungsweisen der Protagonistin teilweise sehr merkwürdig, aber dieses Buch hat mich einfach mit diesem Gefühl zurückgelassen, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich will jetzt wissen, verdammt nochmal, was mit Typ Januar ist und was mit der jetzt ist und ja, deswegen musste ich jetzt weiterlesen. Deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil bestellt. Und ich freue mich schon drauf. Dann habe ich mir ebenfalls für 10 Euro, das weiß ich aus dem Kopf, habe ich mir bestellt Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Es reflektiert ganz schön. So geht's, ja. Und wie gesagt, das hatten sie auch für 9,99 € statt für 12,99 €. Und dieses Buch sieht aus wie neu. Es ist nichts dran, es ist nicht angeschlagen, es ist keine Leserille drin, es ist... Sieht bald aus wie ungelesen, also es ist absolut nichts dran an diesem Buch und ich habe ja die Slam Dunk Reihe von Colleen Hoover gelesen, also weil ich Lycan liebe, ja, es war jetzt nicht so meins, es war mir zu, irgendwie zu lasch alles und dann mit diesem Poetry Slam, das war auch nicht meins und ja, aber viele schwärmen ja von Ugly Love, was ja der englische Titel von dieser Reihe ist, deswegen dachte ich mir,
probierst du mal Zurück ins Leben geliebt aus von Colleen Hoover. Vielleicht ist das ja was für dich. Und soll ja auch Maybe Someday und Love and Confess von ihr sollen ja auch ganz, ganz toll sein. Und Hope Forever wollte ich ja auch schon immer mal lesen. Aber bei Hope Forever wurde ich gespoilert, was denn ihr großes Geheimnis ist. Und seitdem habe ich da nicht mehr wirklich Bock drauf, weil es bringt ja dann nichts, wenn die ganze Spannung im Arsch ist. Deswegen lesen wir jetzt erstmal Zurück ins Leben geliebt. Wie gesagt, habe ich auch für 9,99 €. Und es sieht wirklich aus wie neu. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, dann mache ich mal weiter mit einem Hardcover, was ich gekauft habe. Und zwar der 6. Teil der Harry Potter Reihe, Harry Potter und der Halbblutprinz. Der hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich alle Harry Potter Bücher komplett. Und der hat mich statt 22,50 € hat der mich 7,89 € gekostet. Und auch hier ist an dem Buch nichts dran. Also man sieht halt, dass es etwas vergilbt ist, was ja aufgrund des Alters dieser Bücher absolut nicht schlimm ist. Und, aber ansonsten ist an dem Buch echt nichts dran. Es ist, der Buchrücken ist minimal weich, aber ansonsten kann ich echt nichts sagen. Hinten ist so ein kleiner Kratzer drauf, aber ich habe schon andere Hardcover gesehen. Es ist, sieht richtig, richtig gut aus. Also auch für das Alter des Buches, wie gesagt, finde ich, sieht es wahnsinnig gut aus. Und ich glaube, worum es in Harry Potter und der Halbblutprinz geht, brauche ich nicht nochmal sagen. Es geht darum, dass Harry dann gegen Voldemort dann so kämpfen muss. Und wow. Zum Inhalt kann ich hier auch nicht viel sagen. Wie gesagt, ich lese ja jetzt im Oktober, lese ich jetzt den 5. Harry Potter Teil, Harry Potter und der Orden des Phönix. Der ist ja so wahnsinnig dick. Ja, hier hat wie viele Seiten? Dieser Teil hat ja 655 Seiten. Jetzt im Oktober lese ich den 5. Der hat 1020 Seiten, glaube ich. Heilige Mutter Gottes. Ich hoffe, dass ich den überleben werde. Und es tut mir sehr leid, dass ich immer heller und dunkler hier werde. Aber wir haben hier gerade heute extrem viele Wolken. Deswegen, und die Sonne kommt und geht und die Wolken schieben sich davor. Und deswegen schwankt heute das Licht so. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Aber ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ja, auf jeden Fall Harry Potter und der Halbblutprinz für 7,89 € statt für 22,50 €, finde ich, ist doch ein guter Deal. Dann habe ich noch gekauft zwei Bücher, die zu einer Reihe auch gehören. Jetzt muss ich gucken, was 2 und 3 ist. Ich glaube, das ist Band 2. After Truth und das ist Band 3 After Love. Also ich habe Band 1 und 4 der After-Reihe habe ich schon da. Den 4. Band habe ich mal für 3,99 € als Mängelexemplar irgendwo gekriegt. Und dann dachte ich so, ach komm, scheiß drauf, du wirst die Bücher sowieso lesen. Nimmst mit und ja, den ersten hatte ich mir irgendwann schon mal bei Medimops mitbestellt. Deswegen habe ich gedacht, jetzt komm, bestell dir Band 2 und 3, dann hast du diese Reihe auch komplett. Ich habe jetzt für den 3. Teil, jetzt muss ich gucken, habe ich, oh nee, der 3. Teil, warte, Entschuldigung, das ist ja der 2. Teil, für den habe ich jetzt bezahlt 7,89 €. Und er sieht an und für sich noch gut aus, er ist halt rund gelesen, aber das ist, ich glaube, bei der Dicke dieser Bücher ist das echt unvermeidbar, den nicht rund zu lesen, also seht ihr das? Ja, ihr seht es, gell? Also ich zeige es euch ja sowieso nochmal größer. Aber ja, wie gesagt, ansonsten ist auch hier nichts dran an diesem Buch. Wie gesagt, es ist ein bisschen rund gelesen. Ansonsten finde ich, ist der Zustand tippitoppi. Die Seiten sind alle noch drin und fest. Und ja, wie gesagt, für 7,89 € statt für 14,99 € finde ich das vollkommen okay. Der 3. Teil, lasst mich gucken, oh, der ist nicht mal rund gelesen, der hat gekostet 9,09 € statt 14,99 €. Und auch der ist in einem wahnsinnig guten Zustand. Also da ist auch absolut nichts dran. Und wie gesagt, der ist nicht mal rund gelesen. Der ist minimal, hat eine kleine leichte Mini-Beule. Aber ansonsten ist da auch absolut nichts dran. Cool. Fetzt. Ach nee, die kosten 12,99 €. Sehe ich gerade statt 14,99 €. Ist ja auch egal. Schnäppchen. Ja, dann habe ich die Reihe jetzt nämlich auch komplett, dann kann ich die dann nämlich auch mal irgendwann anfangen zu lesen. Ich hatte nämlich mit der Annika mich letztens über die Reihe unterhalten und hat sie gesagt, bevor du den ersten beendest, kauf dir auf jeden Fall den zweiten. Der erste endet nämlich mitten im Satz mit, sie geht um die Ecke. Gut. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn das so ein blödes Ende ist, dann kaufst du jetzt gleich den zweiten. Und dann dachte ich mir, jetzt nimmst du gleich den dritten mit, ne, dann hast du alles komplett. So, ein Buch haben wir noch. Und dieses Buch habe ich als Schnäppchen bekommen. Und zwar habe ich dafür bezahlt, jetzt lasst mich gucken, 3,69 €, und zwar Vollendet von Neil Schusterman.
Ich hoffe, dass das der erste Teil ist. Ich war mir da gerade nicht mehr so sicher. Aber selbst wenn es der zweite, dritte oder vierte Teil ist, ist mir das auch wurscht. Für 3,89 Euro als Hardcover dachte ich mir, nimmst es mit. Ich weiß gar nicht, die Schutzumschläge, ob die überhaupt welche hatten, die Bücher. Oh Gott, das reflektiert ganz krass. So, wartet mal so. Ich weiß gar nicht, ob diese Bücher Schutzumschläge hatten. Von daher, wenn jetzt hier keiner drum ist, ist das jetzt auch nicht schlimm. Und ja. Ich habe mich gefreut, dass ich es für 3,69 Euro bekommen habe. Ich muss es halt nur noch mal gucken, welcher Teil das ist und hoffe, dass es der erste Teil ist. Aber es steht halt nur vollendet drauf. Es steht nichts weiter, auch bei der Bestellung stand nichts weiter da. Lasst mich noch mal gucken. Also es scheint der erste Teil zu sein, den ich hier gekauft habe. Und das ist wie gesagt auch eine Dystopie und die wollte ich schon so lange haben. Und für 3,69 Euro, ganz ehrlich, da musste ich zuschlagen, da musste ich dieses Buch noch endlich mal mit kaufen und ich freue mich schon so und irgendwann werde ich es auch mal lesen. Ja, ihr wisst ja, mit dem Sub und so ist das alles gar nicht so einfach. Das war meine Minimops-Bestellung. Es sind wie gesagt insgesamt 8 Bücher gewesen. Ich habe insgesamt, weil ich noch einen Gutschein hatte, 45 Euro, glaube ich, bezahlt. Und ja, habe mich sehr, sehr gefreut und wie gesagt, Frustkäufe müssen halt manchmal sein, auch wenn man eigentlich ein Buchkaufverbot hat, aber so what, so ist das Leben. Ich habe ja die letzten Monate auch wirklich viel gelesen, im Schnitt so 10 bis 15 Bücher jeden Monat und da finde ich, dann darf man auch mal wieder 8 Bücher bestellen, ne? Also warum rechtfertige ich mich gerade bei euch dafür? Keine Ahnung. Naja, ihr kennt ja das Drama mit den Büchern und den Bestellungen und dem Sub, da brauche ich ja gar nichts weiter zu sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.